Hey, ich bin der Nerdman. Heute mal ein etwas anderes Video, denn ich möchte mit euch so ganz im Allgemeinen über The Batman reden. Ich habe den Film nämlich jetzt auch schon gesehen und möchte mit euch so ein bisschen darüber reden, aber auch nicht ganz spoilerfrei. Also empfehle ich euch, erstmal ins Kino zu gehen und dann zu diesem Video nochmal zurückzukehren. Also zu Beginn muss ich sagen, dass ich sehr, sehr, sehr hyped auf diesen Film war. Deswegen auch sagen muss, dass er mir total gefallen hat, also bis ins letzte Eck war ich eigentlich komplett entertained. Der Film beginnt sogar auf eine so krasse Art und Weise, ich war gleich so hooked. Der schafft es einfach richtig gut, den Batman-Mythos gleich am Anfang gut mit aufzusammeln. Es gibt so eine kleine Ansprache im Off von Bruce, wie er so ein bisschen über Gotham redet, und das hat mich auch sehr an The Watchmen, also an Watchmen zum Beispiel erinnert, wenn Rorschach zum Beispiel sein Tagebuch vorliest. Dann sehen wir mehrere Ecken in Gotham, wo irgendwelche Verbrechen stattfinden. Bruce gleichzeitig auch sagt, dass er halt nicht allem gleichzeitig nachgehen kann, dass aber jeder vor ihm in dunklen Angst hat und halt denkt, dass in den Schatten Batman lauert. Die Szene fand ich einfach richtig krass, weil man gesehen hat, wie bedrohlich das doch eigentlich alles ist und wie gruselig das auch ist, wenn man auf jede Ecke, erwartet, dass Batman plötzlich auftauchen könnte. Und dann taucht er tatsächlich auch aus dem Schatten auf, als er auf diese Gruppe von Clowns trifft, also diese Dudes, die sich so geschminkt haben. Und ja, und macht erstmal kurzen Prozess mit dieser Gruppe. Ich muss dazu auch einfach sagen, dass ich den Batsuit an sich dieses Mal auch richtig nice fand. Erstmal, weil er so gewichtig wirkt, weil er eben halt auch schusssicher ist und alles drumherum. Das hat einfach diesen Panzer-Armor-Charakter, den ich an Batman immer ganz cool finde. Und was ich auch sehr, sehr geil fand, was man auch im Kino richtig gut bemerken konnte, ist, wenn er quasi auf einen zugegangen ist oder wenn er generell so langsam gegangen ist. Man hörte so ein bisschen, ja, das war fast wie Sporen, wie bei so einem Cowboy oder so. Wenn er mit den Füßen irgendwo aufstampft, dann hat sich das angehört wie so Sporen einfach. Und das war richtig awesome vom Sounddesign her. Dazu, und das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich ansprechen möchte, Robert Pattinson ist ein super Schauspieler und auch ein super, super Batman. Also ich muss ehrlich sagen, wer mich kennt, weiß, dass mal der Tim Burton Batman, also Michael Keaton, eigentlich mein allerliebster Batman ist. Aber Robert Pattinson hat ihn so ein bisschen vom Thron gekickt, weil das so, finde ich, die bessere Neuzeit-Variante eines guten Batmans ist. Ich war sogar nie ein wirklich großer Fan vom Christian Bale Batman, das muss ich einfach auch mal gestehen. Gibt ja viele Leute, die diese Filme wirklich cool finden. Ich habe die auch enjoyed zu gucken, aber ich sage auch immer für meinen Teil, dass es nicht so comic-akkurat ist, wie ich es mir gerne wünschen würde. Klar, Christopher Nolan macht ganz andere Filme. Der hat auch eine ganz andere Vision vor sich, anstatt einfach Superheldenfilme zu machen oder sehr, sehr comic-like Filme zu machen. Ne? Das ist halt etwas realistischer angesetzt und ein bisschen, ja, auch düster an sich. Aber das ist halt nicht so mein Take. Muss aber dazu sagen, natürlich, The Batman hat das auch so ein bisschen in sich drin. Matt Reeves hat auch sehr, sehr viel Grittiness, Darkness und sowas mit reingebaut, was aber natürlich auch zu Batman dazugehört. Ich finde nur, dass er es besser verpackt hat durch seinen Batman, was sein Batman so macht, wie sein Batman so handelt. Ich liebte zum Beispiel an Tim Burtons Batman halt immer dieses Gothic-mäßige, und das kriegen wir hier tatsächlich auch irgendwie wieder durch Robert Pattinson und seine Art und Weise, an alles ranzugehen, eben auch durch diesen Bruce Wayne an sich, den er verkörpert. Und ich mochte tatsächlich auch einfach den Charakter Gotham, also die Stadt Gotham zu sehen, war auch einfach ein richtig geiles Ding. Es hat dauerhaft in Strömen geregnet, aber wirklich in Strömen, und das hat richtig stark zur Atmosphäre beigetragen. Ich fühlte mich die ganze Zeit wie mittendrin, das war noch mehr Gotham, als ich es mir überhaupt vorstellen konnte. Tim Burton, fand ich, hat das auch schon super rübergebracht. Christopher Nolan hat wieder einen anderen Ansatz dafür gefunden. Ich zum Beispiel finde es halt schöner, wenn die Stadt hauptsächlich dunkel ist. Bei Christopher Nolan war es auch oft sehr, sehr hell. Da bin ich, ja, was Gotham angeht, eher nicht so auf der Seite, aber ich fand das bei The Batman richtig, richtig nice. Und auch alle anderen Charaktere in The Batman fand ich einfach richtig gut geschrieben. Vorrangig natürlich Catwoman, Selina Kyle von Zoe Kravitz. Das war einfach ein richtig nicer Charakter. Wo zwar, was man sagen könnte, ein bisschen noch eine Backstory gefehlt hat, also man hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr das ausbauen und ausschmücken können, aber das gehört, finde ich, ja auch ein bisschen zu Catwoman dazu, dass sie ein bisschen mysteriös ist, dass man nicht immer alles hinter ihr oder ihrem Ergründen weiß, was sie halt tun möchte. Sie erklärt das ja auch nicht immer sehr genau. Das ist eigentlich so, finde ich, typisch Catwoman. Und dann das absolute Highlight dieses Films, muss ich einfach sagen, war der Riddler. Also Paul Dano's Riddler ist wahrscheinlich einer der besten Superhelden-Schurken, also
Superschurken, den ich je auf Leinwand gesehen habe tatsächlich. Und er ist auch ein sehr, sehr realistischer Schurke, so vom Ansatz her. Er orientiert sich so ein bisschen an unserer Welt und wie bestimmte Menschen dort handeln könnten, wenn etwas sehr, sehr ungerecht deren gegenüber scheint, so wie wir es ja oft mittlerweile in der Welt schon erleben. Ich mochte allgemein auch die Art dieses Riddlers und die Performance an sich, wie wütend er teilweise auch sein konnte, wie er gleichzeitig dann wieder gelacht hat, also dieses Verrückte einfach dahinter, was wirklich deutlich wird und wie Batman sich dann natürlich auch versucht davon abzuheben, aber natürlich auch mit dem Gedanken, dass er selber ja auch diese Maske trägt, aber gleichzeitig mehr oder weniger diese Maske ja auch ist. Das ist sein wahres Selbst, so wie Riddler es ja auch gerne bezeichnet, dass er quasi ja endlich er selbst sein kann durch die Maske, also auch der Riddler. Für ihn war das eben auch so. Und das dann quasi so versucht, Bruce zu zeigen, dass er das mit ihm teilen könnte. Natürlich will Batman sich nicht auf dieselbe Ebene befinden, also auf dieselbe Ebene setzen. Aber das ist auf jeden Fall ja auch so ein typischer Charakter für viele Schurken, auch in Batman, der Batman-Historie. So wie wir es zum Beispiel auch aus einem Comic wie Arkham kennen oder Arkham Asylum heißt der, glaube ich, sogar. Muss ehrlich sagen, dass ich den nicht gelesen habe bisher, das ist vielleicht nicht so gut. Aber ne, dass man so ein bisschen Batman auch eine Art psychopathische Rolle zuschreibt. Und genau das ist ja auch hier irgendwie passiert. Matt Reeves hat sich bei Batman so ein bisschen an Kurt Cobain orientiert. Das merkt man ja auch, weil Something in the Way zum Beispiel, der Song ist ja auch im Film mit drin, wird dort mehrmals gezeigt. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ja diese Momente, wenn der Song ankam, fand ich einfach richtig geil. Also ich fand den Song so laut und so gut rübergebracht zu hören, war schon echt nice. War eine Ballade, die wirklich gut zu diesem Film passt, zu den ganzen Tonalitäten und so. Kurt Cobain ist halt ja auch einfach ein sehr emotional gebrochener Mensch gewesen. Ich habe mich selber tatsächlich so ein bisschen mit seiner Historie vor dem Film beschäftigt, weil, keine Ahnung, ich habe das davor nie wirklich gemacht, aber habe dann halt gemerkt, dass der Ansatz auf jeden Fall da ist. Bruce ist halt ein sehr emotional gebrochener Mensch, der kaum oder gar nicht mit anderen Menschen interagiert oder redet, der auch mehr in seiner Höhle so für sich lebt als alles andere. Und das ist irgendwie auch das Einzige, was ihm wirklich Spaß macht oder das Einzige, worin er wirklich aufgeht. Spaß macht ist vielleicht ein schwieriges Wort bei ein paar Verbrechern, die man verprügelt. Und was ich auch noch erwähnen muss, das Batmobil ist echt der hammermäßige Wahnsinn. Also als diese Verfolgungsjagd losgegangen ist mit Cobblepot, also mit dem Penguin, das war echt einfach nur awesome zu sehen. Also dieses Auto, wenn man es halt auch frontal komplett sehen konnte, also egal von der Seite, frontal, wie auch immer, ich habe mich einfach so zu Tode abgefeiert im Kino, no joke. Also ich habe wirklich fast geschrien einfach, weil ich so geil fand. Ich habe so mitgefiebert. Es hat sich so angefühlt, als hätte ich mit in diesem Auto gesessen. Das war auf jeden Fall die krasseste Verfolgungsjagd, die ich je mitbekommen habe. Und ein oberhammer geiles Batmobil, dieses Muscle Car ähnliche, was sich so ein bisschen an Neil Adams auf jeden Fall orientiert, also seinen realistischen Ansatz, den er in den Comics meistens hatte und halt auch, ja, einfach so eine eigene Art Charakter ist, durch die Sounds, die es macht, durch den Motor, das ist alles sehr, sehr düster, sehr, sehr gespenstisch auf jeden Fall und man merkt so, also ich muss sagen, wäre ich jetzt der Pinguin gewesen, hätte ich auf jeden Fall Ultraschiss vor diesem Wagen gehabt, war aber einfach eine Hammer-Szene. Genauso wie die Fight-Scenes und von denen bin ich auch sehr, sehr überrascht, denn in keiner wirklichen Fight-Scene wird groß weggeschnitten oder schnell geschnitten, also man kriegt eigentlich alles gut mit. Dazu kommt halt einfach auch der Charakter des Kampfes dazu, diese Choreografie, die mich richtig stark an das Batman Arkham-System erinnert hat, also aus den Videospielen, das war einfach der Wahnsinn, das auf Leinwand zu sehen, wie geschwungen sich Batman halt bewegt. Aber alles halt durchdacht und die Gegner können ihm eigentlich kaum was, weil sie ihn auch nicht kommen sehen und sowas in der Form. Also alles, was Batman im Repertoire hat, ist einfach strong. Und dazu kommt halt auch noch, dass auf Leinwand, also im Kino, sich das so brutal, also so brutal angefühlt hat. Einfach diese ganzen Schläge, die Sounds, das Sounddesign generell. Oh Mann, ich bin wirklich überrascht, wie gut meisterhaft dieser Film eigentlich ist. Man könnte jetzt davon sprechen, dass es ein Meisterwerk ist, aber jeder Film braucht auch so seine Schwächen, um irgendwie ausgeglichen zu sein, denn nicht alles kann immer gut sein oder besser gesagt, nicht alles kann immer gut für alle sein. Ich bin tatsächlich voll und ganz auf meine Kosten gekommen, weshalb ich diesem Film eigentlich nur volle Punktzahlen geben würde, obwohl man natürlich sagen kann, dass ja, vielleicht das Ende nicht ganz das erbracht hat, was man wollte oder
manche Charaktere vielleicht auch zu kurz kommen, wie zum Beispiel Catwomans Vorgeschichte, wie ich gesagt habe, oder Alfred, der tatsächlich relativ kurz kommt in dem Film. Für mich aber tatsächlich gerade noch ausreichend, um ja, Alfreds Charakter auch gut rüberzubringen. Und ich für meinen Teil muss auch sagen, dass ich am Ende fast geweint habe, als das Ende quasi dann endlich kam und Batman so seinen letzten Monolog gehalten hat, worüber er dann spricht, dass er von Vengeance, also von der Vergeltung quasi zur Hoffnung wechseln muss, um endlich was für Gotham und die Stadt zu bewirken. Etwas anderes zu bewirken, was er zuvor wollte, also etwas anderes zu schaffen. Da muss ich sagen, bisschen Tränenfleisch schon gelaufen, so eine kleine Männerträne vielleicht, aber war auf jeden Fall, ja, emotional mitreißend für mich. Witzigerweise nicht für viele, aber für mich. Abschließend möchte ich einfach sagen, dass dieser Batman-Film, ich glaube, einer meiner allerliebsten Comicfilme der letzten Jahre sein wird. Auch weil er sich so extrem abhebt von den Comicfilmen, die wir meistens gewohnt sind, aus dem MCU zum Beispiel, weil er halt einfach gar nicht in diese Richtung geht und ich dieses Film-Noir-typische, was dieser Film rüberbringt, so toll finde. Ich mag es, wenn irgendwo kleine Details versteckt sind, wenn diesen Hinweisen hinterhergegangen wird und man selber auch merkt, ah, dies ist verknüpft, das muss da sein, da hat das zusammengehangen. Das finde ich einfach sehr spannend. Also da bin ich wirklich Hype für und ja, war einfach für mich persönlich echt ein klasse Film, der alles verpackt hat, was ein Batman-Film braucht. Man hat gut verstanden, woher Matt Reeves seine Bezüge geholt hat, also Batman Year One, natürlich Long Halloween und sowas, also dass man hat das gut, ja, mitbekommen. Man hat gemerkt, dass Matt Reeves selber da auch mit Feuer und Flamme hinterher war. Und das ein Herzensprojekt ist, so wie man es tatsächlich schon lange nicht mehr im Kino gesehen hat, wenn es sich auf Comics bezieht. Also ich kann wirklich nur Gutes über diesen Film sagen. Mich würde wirklich interessieren, was ihr von dem Film haltet. Das war jetzt nur, wie gesagt, mein kleiner Spoiler-Talk, in dem ich mal so ganz offen und ehrlich mit euch darüber reden wollte. Und damit hoffe ich, ihr schaltet auch in Zukunft wieder ein bei mir, dem Nerdman.